Hallo, in diesem Video erkläre ich dir, wie du den Zentralwert und die Quartile in einer Rangliste allein durch Abzählen bestimmen kannst. Der Zentralwert ist der mittlere Wert, also der Wert, der sich genau in der Mitte deiner Rangliste befindet. Die Quartile markieren die Grenze zum oberen und unteren Viertel der Werte in der Rangliste. Du kannst den Zentralwert und die Quartile allein durch Abzählen bestimmen. Ich zeige dir das anhand von zwei Ranglisten. Einmal einer Liste mit 14 Werten, also einer geraden Anzahl von Werten, und einmal einer Liste mit 13 Werten, also einer ungeraden Anzahl von Werten. Um den Zentralwert bei Rangliste 1 zu ermitteln, kannst du einfach die Zahlen von außen nach innen wegstreichen, und zwar so lange, bis entweder eine oder nur noch zwei Zahlen übrig sind. Bei mir sind das die beiden Zahlen 25 und 28. Der Zentralwert liegt folglich in der Mitte zwischen diesen beiden Zahlen. Um ihn auszurechnen, nehme ich beide Plus und teile das Ergebnis durch 2. Das ergibt 26,5. Und das ist mein Zentralwert Z. Für die Quartile schaust du dir die linke und die rechte Hälfte einzeln an. Du tust dabei so, als würdest du von dieser Hälfte auch wieder den Zentralwert suchen. Ich gehe also bei der linken Hälfte so vor, dass ich wieder von außen nach innen immer die Werte gleich wegstreiche. Und dieses Mal bleibt die 18 als Wert in der Mitte übrig und das ist folglich das untere Quartil. Genau gleich gehe ich nun in meiner rechten Hälfte der Werte vor. Streiche mich also von außen nach innen schrittweise vor und entdecke dabei, dass die 42 in der Mitte der rechten Hälfte liegt und damit ist diese folglich mein oberes Quartil QO. Bei Rangliste 2 kann ich nun genauso vorgehen. Um den Zentralwert zu bestimmen, streiche ich auch hier mich schrittweise von außen nach innen durch. Da ich hier aber eine ungerade Anzahl an Werten habe, nämlich 13, bleibt in der Mitte genau eine Zahl übrig. Und diese ist folglich schon mein Zentralwert Z. Möchtest du nun von der linken und der rechten Hälfte die Mitten bestimmen, um die Quartile zu finden? So musst du hier den Zentralwert mit einbeziehen. Ich streiche mich von außen nach innen in die Mitte und es bleibt die 13 als alleinige Zahl übrig und damit ist diese folglich mein unteres Quartil QU. Genau gleich gehst du für deine Oberhälfte vor. Auch hier beziehst du wieder den Zentralwert 25 mit ein. Ich streiche von außen nach innen und in der Mitte übrig bleibt die 39, welche damit mein oberes Quartil QU darstellt. So, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis bald, mach's gut, ciao, ciao.